Herzlich willkommen auf Retrobasis. Ich bin Perudor und heute im Retrobeat sind wir bei Snoopy Magic Show auf dem Game Boy unterwegs. Ja, vor ein paar Wochen habe ich ja mal das Tennisspiel mit Snoopy gezeigt. Ein sehr schönes, spaßiges Tennisspiel. Ich mag ja die Peanuts sehr gerne und deswegen mag ich auch den Snoopy gerne. Und ich mag auch den Woodstock gerne. Ich mag auch Charlie Brown gerne. Ja, mit diesem Spiel müssen wir hier die lieben kleinen Freunde hier einsammeln und pro eingesammelten Freund bekommen wir 1000 Punkte und es gibt einen Gegner, das ist der Bouncing Ball, der titscht immer gegen die Wände, so ähnlich wie Arkanoid. Und wenn er uns trifft, dann sind wir halt kaputt, ja. Und im zweiten Level wird es schon etwas schwieriger, wir können hier uns wegbeamen und auch der Ball kann sich natürlich wegbeamen, wenn er so ein Beamfeld trifft. Wie hier zum Beispiel. Der jagt uns anscheinend auch. Ja, ist ein schönes Rätselspaß, ein bisschen actionlastig, weil man ja nicht genau weiß, wie der Ball sich so verhält. Aber so für zwischendurch und vor allem für Autofahrten ist das sehr, sehr schön. Natürlich nur, wenn man nicht selber fährt, ne? Okay, hier wird es ein bisschen schwieriger, weil die Blöcke oder einige Blöcke lassen sich verschieben. Beeilen wir uns einfach mal ein bisschen, weil je schneller wir die Woodstocks einsammeln, desto mehr Punkte kriegen wir natürlich noch hier. Das sind die Zusatzpunkte. Und wenn wir das Level nicht schaffen, dann verlieren wir leider ein Leben. So, jetzt geht es weiter. Müssen wir aufpassen. Einen Woodstock haben wir schon eingesammelt. Boah. So. Auf jeden Fall abwechslungsreich gestartet. Ich weiß gar nicht, wie viele Level es gibt. Aber es wird natürlich immer ein bisschen schwieriger. Hier haben wir so Art Magnet. Oh, das kenne ich. Was ist das denn? Ein P? Ah, unverwundbar. Das sind so alles, ja. Boah, knapp. Boah, der hat uns fast erwischt, der Ball. Diese Pfeile, das sind so Art Kräfte, die wirken. Wir können nur in diese Richtung dann beschleunigen und auf, ja, diese Weise unseren Freund Snoopy erwischen. So, hier haben wir zeitlich gesteuerte Blöcke. Das müssen wir ein bisschen beeilen. Jetzt haben wir schon zwei Gegner. Das ist schon ziemlich übel. Und natürlich, je länger wir brauchen, desto weniger Punkte kriegen wir. Und gerade bei solchen Levels ist es manchmal auch ein bisschen schwierig, sich genau da durchzukämpfen. Hier haben wir ganz viele Steine, wo der Ball gegen bouncen kann, also ja, sich hin und her schüttelt. Aber auch das hier ist für den geübten Snoopy gar kein Problem. Er sammelt seine Freunde ein. Und wie gesagt, jetzt fängt es halt an, ein bisschen verdammt. Hat er mich doch erwischt. Hat er mich da erwischt? Und Speed up! Jawohl. Nein, nicht schon wieder. Och, was war denn jetzt? Was war, das war aber jetzt nicht geplant. Das war jetzt nicht geplant. So, und Gas geben. Also zwei finde ich schon sehr unfair. Nee. Peruda, konzentrier dich mal. So, und jetzt. Beeilung. Abwarten und Gas geben. Ja, das gibt's doch gar nicht. Warum sind die da unten in der Ecke? Abwarten. Okay. Durchatmen. Und Beeilung.
Jetzt Beeilung. Da oben hin. Jawohl. Also, ich kann es nicht ganz sagen. Auf jeden Fall ist es unberechenbar. Aber trotzdem kann ich es nicht ganz sagen, ob der Ball doch schon irgendwie gefühlt dem lieben Snoopy auf die Pelle rücken. Wie hier zum Beispiel. Das ist unfassbar. Der hat mich voll erwischt hier. Also, ich gehe einfach davon aus, dass die schon gewollt sind. Perudo, was machst du da? Was machst du da? Unfassbar. Jetzt kommt der. Jetzt habe ich auf den Ball unten geachtet, gar nicht oben. Okay. Okay, dann halt andersrum. Das ist nicht wahr. Der ärgert mich hier. Das gibt's doch gar nicht. Gas geben. Nein. Du dreckiger Ball. Das ist ja nicht wahr. Ich dachte, ich könnte noch einholen. Okay, noch ein Versuch. Konzentrieren. Das gibt's gar nicht. Nein! 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 Das gibt's gar nicht. Ey, die veräppeln mich doch, die Bälle, oder? Das ist nicht wahr. Verarscht er mich jetzt? Yeah! Kein Ball ist so klug wie Snoopy. Okay. Oh Gott. Jetzt haben wir wieder diese Steine, die zeitlich hin und her sich bewegen. Nein! Nein! Oh, das ist ja wohl nicht wahr. Das ist ja wohl nicht wahr. Mensch! Ich wollte mich jetzt biegen, da kam der zweite da rein. Nein! Na, oh, hat er mich erwischt. Ah, das ist aber schon ein bisschen schwerer hier. Komm, schnell. Wo bin ich denn? Hä? Das habe ich jetzt nicht mitbekommen. Hat er sich nicht gebeamt? Schnell, 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 schnell. Schnell, 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 nein. Yeah. Ich dachte schon, das wäre mein Ende-Level hier. So. 10 haben wir geklärt. Und ich würde sagen, wir kommen auch jetzt zum Ende. Schauen wir mal hier ganz kurz. Schauen wir mal ganz kurz. Ah, das 11. Level an und schon hat er mich erwischt. Ich muss gerade mal gucken, wie es überhaupt hier weitergeht. Okay. Nach oben. Ah gut, das ist ja noch machbar, das Level. Wenn diese blöde Kugel da mal weggeht. Nein, es kommt ja schon wieder da. Das ist nicht wahr. So. Das war der Bonus. Okay. Was war jetzt? Habe ich mich selbst getötet? Das wollte ich gar nicht. Ich wollte Pause machen, natürlich. Ja. Snoopy, Magic Show auf dem Nintendo Game Boy. Ich hoffe, ihr hattet etwas Spaß. Ich bin Perudo und danke schön fürs Zuschauen und hoffentlich sehen wir uns in der nächsten Folge wieder. Bis dahin, macht's gut. Tschüss.